der Trainer jubelt, Mannschaft jubelt, Fans feiern. Zum 13. Mal der Titel geholt. Willi Sau ist Schweizer Meister. Meister! Schweizer Meister! 5 Jahre hat man darauf warten. Und jetzt sind alle aus dem Häuschen. Ja. 19 zu 15 gegen Hergiswil. Gold macht glücklich, Gold macht Sieger. Im Ringen sind die Willisauer die Besten in der ganzen Schweiz. Und die Hergiswiler folgen ihnen auf dem Fuss. Der Ringsport bei uns, da kann niemand mithalten. In der ganzen Schweiz. Weder Krieseren, noch Freiamt, noch Schattdorf. 13 Mal Meister. Mit Hergiswil zusammen 15 Mal den Titel. Rekord. Schweizweit. Die zwei besten Mannschaften pushen sich im Konkurrenzkampf gegenseitig und werden so immer noch stärker. Darum gilt das Hergiswiler Silber vergoldet den Willisauer den Pokal und umgekehrt. Gewonnen haben beide und Willisau ist der Sieger. Jonas, wie fühlst du dich? Ja, natürlich sehr gut nach dem Tattoo. Damit gerechnet schon? Ja, wir wussten, dass wir einen guten Lauf haben und probieren mal alles zu geizen und das ist uns gelungen. Ja, ja, super Sache. Zum ersten Mal Schweizer Meister mit Willisau zusammen. Ja, sehr glücklich, dass unsere Jungen da sind, können drehen für uns und ja, ich bin unglaublich stolz auf dich. Die haben super gerungen. Hast du damit gerechnet? Ja, wir wussten, dass es sehr knapp wird. Ja, als ich verloren habe, bin ich sehr enttäuscht natürlich, aber sofort ist der Tobi gekommen und hat gerade das 4-1 geholt. Es haben wirklich alle für alle gekämpft und ich bin sehr stolz auf alle Ringer, die gerungen haben, die ganze Saison für Willisau und immer alles gegeben. Hey, wie schmeckt's? Ja, super. Super Gefühl, Schweizer Meister zu sein. Ist einfach nur super. Hast du damit gerechnet, schon? Ich habe gehofft, dass es jetzt das Wochenende reicht. Zufrieden auch natürlich der Willisauer Trainer, der Thomas Bucheli. Da wird ihm gerade sportlich vom Mitbegründer von der Ringerriege Hergiswil, Isidor Kunz, gratuliert. Hey Thomas Bucheli, recht herzliche Gratulation zum Schweizer Meistertitel. Wie viel ist es jetzt? Ja, danke vielmals erstens. Aber, es ist für Willisau der 13. Titel tatsächlich schon. Und ja, jetzt seit 2010 wieder der erste. Haben wir doch ein bisschen darauf warten müssen, gut, andere warten noch länger. Ja, richtig. Wir haben im 2010 ein bisschen Veränderungen in der Mannschaft. Wir haben ein junges Team probiert aufzubauen. Und das ist uns jetzt gelungen. Wir haben gezielt auf das hingearbeitet, auf die nicht auf ein Jahr raus, sondern auf mehrere, auf 5 Jahre raus. Und es ist jetzt eigentlich sehr gut aufgegangen. In diesem Jahr hat jetzt alles gestimmt. Kommen wir ganz schnell zurück zu heute. Wo du die Hergiswiler Aufstellung gesehen hast, die haben ja so eine Sache gedreht. Was hast du gedacht? Ja, sie haben sicher ein bisschen überrascht mit der Aufstellung. Auf der anderen Seite, ich habe nicht das Gefühl, dass sie gross stärker geworden sind. Es war vielleicht ein Überraschungseffekt gewesen. Aber ich glaube, unter dem Strich, sie haben sehr gute Leistung gebracht, auch heute wieder. Und es waren starke Finalgegner gewesen. Nicht ganz so erfreuten Hergiswiler Trainer. Olaf Brandt, knapp hat es nicht gereicht. 15 zu 19, an was hat es gelegen? Tja, wir hatten wieder nicht das Glück, die Züchtigen. Wir haben super Leute, zwei Internationale besiegt. Aber letztendlich hat Willisau, ich sag mal, verdient gewonnen. Sie waren einfach mehr parat und wir kommen definitiv nächstes Jahr zurück. Es war aber knapp, oder? Ja, es ist letztendlich nur ein Kampf. Einer der Punktegaranten bei uns hat sich auch noch ein Band gerissen in der Schulter und konnte dann einfach nicht mehr weiter ringen und wurde ausgepunktet. Also wenn sowas passiert, das ist schon eine kleine Vorentscheidung gewesen. Olaf Brandt sagt bereits im dritten Kampf Horrorsituation für Hergiswil.
Der Pascal Jungo verletzt sich an den Schultern. Bei dieser Szene passiert's. Pascal Jungo, was ist da passiert mit dem Arm? Wir haben gesehen, du hast sichtlich Probleme gehabt. Bei der Situation, die zum 4-4 geführt hat, hat sie ihm die Schulter reingeklebt und dann ist immer nicht mehr gegangen. Du hast quasi keine Chance mehr gehabt, technische Überlegenheit? Unmöglich, nein. Ich habe keine Kraft mehr im Arm und das ist vorbei. Du hättest nicht können aufgeben können? Ja, aufgeben geht das 4-0, auspunkten geht das 4-1 für die Mannschaft. Du hast voll durchgehalten und den Punkt noch gerettet. Ja, das habe ich mal probiert, ja. Gut. Danke vielmals. Gute Besserung. Merci. Folge davon, wenn man nicht mehr da haben kann, den 13. Bitte für Herr Giswil, aber völlig legal. 20-4 damit. Technische Überlegenheit. Volle 4 Mannschaftspunkte für Willisau und einen für Herr Giswil. Das war Pascal Jungo gegen Tobias Portmann. Ja, der Tobias, der macht alles richtig, aber der Pascal verletzt sich die Schulter und kann dann einfach nicht mehr verteidigen und gibt halt 4 Punkte ab. Ohne das hätte es vielleicht gereicht für einen dritten Kampf. Ja, ich sag mal, der dritte Kampf hat in der Luft gelegen. Es war wirklich arschknapp, aber wie gesagt, dazu gehört auch das Glück. Statt jubeln hat sich vielleicht der Hergiswiler-Sieg in Rauch aufgelöst. Hier der Durchblick, die einzelnen Kämpfe im Überblick. In der Kategorie 57 kg Greco gewinnt Timo Zeder gegen Thomas Wiesler 3-2 nach Punkten. Das gibt 2 Mannschaftspunkte für Willisau und einen für Hergiswil. Im 61 kg Freistil gewinnt, wie gesagt, Timo Zeder gegen Pascal Jungo mit technischer Überlegenheit 4-1 für Willisau. Bei 65 kg Greco kann Roger Heiniger gegen Patrick Stadumann keinen Punkt für Willisau retten und verliert 0-10, damit 0-3 für Hergiswil. Bei 70 kg Freistil verliert Kilian Arecke gegen Marco Hodu knapp 4-5. Ein Mannschaftspunkt für Willisau, 2 für Hergiswil. Der Samuel Scherer schenkt dem Raffi Kaufmann nichts. 6-0 damit 3 Punkte für Willisau und keine für Hergiswil. Der Manuel Jakob gewinnt gegen Benno Jungo 8-3 nach Punkten, 3-1 für Willisau. Die Hergiswiler Überraschung vom Abend. Der Thomas Suppiger tritt nicht bei 130 kg, sondern bei 80 kg an. Und der Jonas Bossert verliert relativ knapp mit 2-4. Ein Punkt für Willisau, 2 für Hergiswil. Der Stefan Reichmuth erfüllt seine Erwartungen zu 100% und bezwingt den Ellen Kacenari mit 15-0 und damit mit technischer Überlegenheit 4-0 für Willisau. Der Martin Steiner kann gegen Akos Koriza mit 0-6 keinen Punkt für Willisau holen. 3 gehen auf Hergiswil. Der Marco Riesen trifft auf einen starken Martin Suppiger 1-4 und damit 1-2 Punkte für Hergiswil zum Schlussstand von 19-15. Ein ausführlicher Bericht mit weiteren Analysen zu den Kämpfen der beiden Trainer seht ihr demnächst auf Team Fernsehen für unsere Region Telenav Tele Zentralschweiz.